Tjo, servus, gute. Anbinden von Pouch zu Latex. Die letzte Zeit ja immer wieder die Frage, wo kriegt man das her? Guckt doch einfach mal rum, was ihr so habt, beziehungsweise leicht besorgen könnt. Hier gibt es Zahnseide. Wahnsinnig zugstabiles Schnürchen. Und wenn man das Richtige aussucht, dann riecht es noch richtig. Nebensache. Aber wie macht man das jetzt mit dem Teil? Also wenn ich sage, wir sind Latex-Fetischisten, dann sind wir aus Swinger. Ich will jetzt nicht euer Kopfkino wissen, aber das ist eine andere Geschichte. So, die Zahnseide aufmachen und mal so ein bisschen davon rausziehen. Nicht abschneiden, zumachen. Jetzt könnt ihr... Kommt mal rum. So, jetzt haben wir das Problemchen, dass das Latex da durch muss. Aber wir haben hier unsere Zahnseide. Von der Zahnseide einfach ein Stückchen nehmen und da zusammenquetschen. Weil dann bleibt das so. Man kann damit hier durch das Loch durchgehen und dann sich sein Latex hier schnappen. Schwupp. Und dann einfach da durchziehen. So, jetzt ist das Latex da durch. Ausrichten, je nachdem, was ihr wollt. Auch TT, TTF, weiß der Geier was. Hin und her ruhig ein ganz klein bisschen länger lassen bei der Methode. Schwupps. Das war zu lang. Das ist gut. Umlegen. Und jetzt kommt wieder die Zahnseide ins Spiel und da macht ihr eine Schlaufe. Beziehungsweise die Schlaufe habt ihr hier noch. Also ich habe sie hier noch. Ups, verloren. Festhalten und jetzt kommt... Ja, das ganze Ding da festgehalten und das baumelt jetzt da dran und das ist jetzt das Interessante dabei. Ja, nicht richtig festhalten, das ist doof. Gezogen. Das hier ist, was? Nein, stimmt nicht. Ich schaue nicht so gut. Muss man nicht gut sehen, weil jetzt kommt einfach bloß um dieses Trainer. Das Ding kann man jetzt abschneiden. Die Zahnseide hat ja hier so einen Abschneider. Klack. Jetzt wieder eine andere wichtige Sache mit dieser Schlaufe. Machen wir zum Spaß. So, hier ist die Schlaufe. Das ist das Teil, was ich gerade eben abgeschnitten habe. Das kommt jetzt hier unten drunter durch oder oben drüber oder sonstiges, dass da eine Schlaufe drin ist. Jetzt muss sie bloß die Schlaufe unter diesem anderen durchgezogen werden, dass man das da hat. Ja, Kamera wieder scharf. Also die Schlaufe unter dem anderen durchgezogen werden. Das ist das Band, was vorher darunter war. Kann man jetzt sehen, zieht sich da richtig schön zu und nimmt jetzt den anderen Faden mit. Ich sollte es mitnehmen. Festgewirkt. Ja, mit der Kamera. So. Bisschen doof. So, das kannst du dann abschneiden. Schwupps, das auch abschneiden und dann ist das mit Zahnseide, ist überhaupt noch scharf, dann ist das mit Zahnseide eine wahnsinnig tolle Wicklung. Das war die Geschichte mit Zahnseide, da steht 80 Meter drauf, also reicht eine Zeit lang. Können wir noch mal kurz angucken mit diesem Elastikschnürchen, ein Stück abschneiden. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich habe Schnürschraubzwinge mit einem kleinen Dorn, da kommt die Pouch dran. Zum Durchmachen schlagt mich jetzt nicht, das ist ein Band jetzt nur für hier. Wenn ich jetzt bei der gelben Schnur das gelbes Band nehme, ist es doof. Um das da jetzt durchzukriegen, habe ich hier ganz gerne ein Stück Angelschnur.
Stückchen Angelschnur, die Pouch. Gucken, welche Seite hin muss. Wo ist jetzt meine Angelschnur? Da, die Angelschnur hier durch. Das Latexbändchen wieder geschnappt und da jetzt mit der Angelschnur durchgezogen. So wie mit der Zahnseide vorhin. Dutch. Ausrichten, wie wir es haben wollten. Jetzt ist halt die Frage, Geschmackssache, was man nimmt. Entweder dünnes Band hier oder halt dieses breite. Das breite sieht man, wenn man es doll zieht, wird das praktisch auch fast zu einer Schnur. Das kann man auch richtig ziehen, richtig elastisch. Machen wir das mit dem anderen. Ich mache hier an dem Nagel meine Pouch dran. Das Band mit festgehalten. Ein bisschen weg. Und jetzt einfach hier gezogen. Und mal so viermal darum. Das ist alles Schöne bei der Zahnseide. Die kann man einfach darum machen. Weil die 4 oder 5 war. Die Angelschnur wieder genommen. Oder irgendetwas anderes Schnurmäßiges. Jetzt zweimal locker drum. Ist das aufgegangen oder nicht? Jetzt durch die Öse von der Angelschnur. Und wie bei der Zahnseide, hier sieht man es schöner, zieht sich das da unten drunter durch. Schwupps. Nach oben geholt. Ist ein bisschen länger, muss ja noch für die andere Seite reichen. Normalerweise. Abschneiden. Ganze Ding ausrichten. Öhrchen abschneiden. Und? Und das Ding ist fertig. Man muss nicht unbedingt sowas haben. Wie gesagt, wenn ihr unbedingt loslegen wollt, geht auch, funktioniert auch. Wenn ihr guckt, schneidet auch nicht doll ein. Sieht genauso aufgeräumt aus. Es gibt noch die Möglichkeit, Gewindefaden zu nehmen. Allerdings ist der dicker. Und die Rolle ist... Ups. Die Rolle ist doof, weil die ist aufgegangen. Die Rolle ist ein bisschen doof und handlich zum da rummachen. Deswegen guckt euch einfach rum. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist nicht festgeschrieben, dass das geht. Beides einfache Varianten. Bleib scharf. Tja, zwei verschiedene Varianten. Und deswegen Latex-Fetischisten. Und Zwinger, weil das Zeug haben wir rumgeswungen. Schwung? Ja, lass mal. Ein anderer Faden. Da 2017. Ist nur immer ganz viele Meter drauf. Oder den breiten.